Guten Morgen Leute, zum Teil 9 des DeLonghi-Projekts, beziehungsweise, nee, nicht guten Morgen, das ist zwar jetzt gerade Samstagmorgen, ihr seht es aber Samstag, Quatsch, Sonntagnachmittag, daher Mahlzeit. So, ja, was machen wir heute? Wir fangen heute an, die Schläuche zu tauschen und ich habe im letzten Video beim Schneiden gesehen, dass oben in dem Brühstempel immer noch ein bisschen Dreck drin ist. Sieht man mit bloßem Auge gar nicht. Also die Kamera, die wirkt ja so ein bisschen auf dem Fernseher vor allem dann wie ein Mikroskop, sage ich mal so. Und das heißt, wenn wir hier oben angelangt sind, bei der Heizung, beim Durchlauf-Ezer quasi, werde ich mal gucken, ob man da vielleicht 2-3 Schrauben lösen kann, ob man diesen Brühstempel nicht doch abbekommt, weil dann würde ich den doch nochmal reinigen. Aber heute geht es primär darum, erstmal hier die Schläuche auszutauschen. Und ja, aktuell, wir haben schon echt Frühlingswetter, aber hier unten ist immer noch saukalt. Also sorry, ich habe es auch im letzten Video gesehen, dass ich die Hände reibe und dass man das sogar hört. Mache ich natürlich nicht mit Absicht, aber ja, hilft ein bisschen. Okay, dann würde ich sagen, stellen wir die Kamera richtig hin und fangen an. So, fangen wir mal mit dem Silikonschlauch an. Und zwar tun wir uns jetzt quasi vom Wassertank in Richtung Pumpe vorarbeiten. Und ja, ich baue jetzt einfach quasi den alten Schlauch aus, nehme den als Vorlage, schneide mit den, den neuen Schlauch mit dem Messer zurecht. Da haben wir halt auch gleich die richtige Länge und tauschen es quasi so nacheinander aus. Okay, die Schläuche bzw. der Schlauch hat hier bis jetzt zumindest überhaupt gar keine Schelle. Das heißt, den können wir eigentlich genauso abziehen. Beziehungsweise, wir gucken nochmal, also der Filter, der sitzt hier drin und der Schlauch, der ist dann so gebogen. Das heißt, ich tue jetzt einfach mal den Schlauch hier von dem Wassertankanschluss hier abziehen. Hol den hier schon mal aus der Halterung, lasse den aber trotzdem erstmal auf dieser Höhe und ziehe jetzt quasi das Endstück erstmal oder das Anfangsstück von dem Schlauch hier ab. Alter, ist der fest. Hui. Gut. Schon ein bisschen Schraubenzieher und helfe nach. Gut, Eva. So. Den Schlauch, den tue ich wieder so ein bisschen hier reinstecken, damit ich einfach weiß, wie rum der gelegen hat. So. Alter, ist der dreckig. Sieht man das? Wie klar der hier oben ist und hier, wo das Wasser drin war, ist der total braun und hier, wo wieder der Anschluss war, ist der sauber. Alter Schwede, zum Glück tun wir den tauschen. Also, dass das jetzt so krass dreckig ist, hätte ich auch nicht gedacht. Gut, im Endeffekt mache ich es einfach so, dass ich den neuen Schlauch hier nebendran lege und dann einfach hier mit meinem scharfen Schweizer den Schlauch quasi genauso lang schneidet und somit habe ich schon das passende Ersatzteil jetzt. Und das Ersatzteil kann ich ja hier auch schon mal auf den Wasseranschluss schieben. So. Als nächstes kommt der Wasserfilter. Wir schauen uns mal hier das neue Teil an. Und zwar ist der Filter natürlich so aufgebaut, dass man hier erstmal eine Kammer hat, wo sich der Dreck quasi sammeln kann. Und der Filter sitzt quasi genau auf diesem Anschluss. Also sprich, das Wasser kann reinströmen und benutzt erstmal das ganze Volumen von diesem Gehäuse. Aber um dann quasi in die saubere Leitung reinzukommen, muss es dann durch den Filter. Daher ist es wichtig, dass wir den Filter genau so rum einbauen. Und wie man sieht, ist der alte Filter genauso rum eingebaut. Also sprich, genauso eingebaut. So, dann können wir hier den Wasserfilter auch schon reinstecken. Die Schläuche, die sitzen schon stramm. Die haben sich mit der Zeit ganz schön festgesetzt. Alter Schwede. So, alter Schwede, guckt euch das an, was hier für ein Dreck drin ist. Das sind richtige Steine und das ist die Seite, die vom Wasserfilter kommt. Warum kommen vom Wasserfilter solche Partikel? Sind das vielleicht Kohlepartikel von so einem Brita-Wasserfilter? Man sieht es auch, wenn man ihn so dreht, das ist die Seite, wo das Wasser unten gestanden hat.
was der für eine Verfärbung hat. Und seht ihr die Partikel, die da drin schwimmen? Krass. Es wird mich jetzt wirklich interessieren, was das für Zeugs ist. Aber ist mal gut, wenn ich das sehe, dass wir wirklich die ganzen Schläuche und den ganzen Mist ausbauen. Gut, als nächstes haben wir hier unseren etwas längeren Schlauch. Der geht hier quasi unter oder dahinter dem Wassereinlauf vom Tank entlang. Und der kommt an den unteren Anschluss vom Flowmeter. Hier sieht man das im Detail. Also hier ist der untere Anschluss vom Flowmeter. Und hier ist auch die Feder drin. Und die wollen wir gleich retten. Was wir uns auf jeden Fall merken sollten, ist, dass der Anschluss vom Flowmeter hier, der Zulauf vom Flowmeter, hinter diesem Wasseranschluss sitzt oder hinter diesem Wasserschlauch. Daher mache ich mal fix ein Foto. So, jetzt versuche ich den Schlauch, übrigens hier das Kabel von diesem, nicht Mikroschalter, sondern Magnetschalter vom Wassertank, das geht hier auch hinter oder in diesen Bogen entlang. Muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man so einem Schraubenzieher ein bisschen nachhilft, dann gehen die Schläuche eigentlich echt ganz gut ab. Und ja, guckt euch diesen Schlauch an. Der ist innen drin genauso dreckig. Sieht man das? Also hier der Vergleich immer, die Anfänge, oder beziehungsweise ich halte es mal so. Der Anfang hier und dann der Schlauch an sich. Dreckig wie die Sau, da ist ein richtiger Belag drin. Gut, dann schneiden wir uns wieder unseren Ersatzschlauch zurecht. So, und was ich jetzt gerne hätte, wäre diese Feder. Ich sollte vielleicht Handschuhe anziehen. Ich weiß ja nicht, was das da für Zeugs da drin ist. Aber allein jetzt, wo ich die Schläuche sehe, ist es absolut gerechtfertigt, dass ich die ganzen Gummiteile erneuere. Der Dreck wird sehr wahrscheinlich einfach nur hier im unteren Bereich drin sein, weil zur Pumpe geht es ja hoch. Und der Dreck tut sich in der Regel einfach am untersten Punkt sammeln, wie so ein Siphon am Waschbecken daheim. Und das heißt also, der Flowmeter ist mit Sicherheit auch voller Dreck. Mal gucken, vielleicht tun wir ihn ja auch öffnen, damit man da mal reingucken kann, würde mich nämlich mal interessieren. Ich vermute, dass das einfach nur ein Schaufelrad ist, aber ja, müssen wir uns einfach mal angucken. Ich will halt die Feder nicht beschädigen, das ist der Grund, warum ich mich hier gerade so ein bisschen ausstelle. So. Okay, die Feder hat also Richtung Flowmeter hier eine Verdickung. Interessant. Jetzt habe ich mir den frischen Schlauch hier dreckig gespritzt. Aber da sieht man mal, was das für eine Dreckbrühe ist. Manche hätte ja gesagt, du hast vielleicht ein bisschen Rost dabei, weil das so richtig braunes Zeug ist. Seht ihr das? Aber die Feder ist nicht verrostet. Ich glaube auch nicht, dass die Feder rosten kann, weil das ist irgendein Material, was nicht rostet. Man sieht es ja. Einfach um hundertprozentig auf Nummer sicher zu gehen, lege ich die Feder mal hier in so ein Gefäß. Übrigens hier so Waschmitteldinger. Die gibt es ja neuerdings. Sind echt klasse. Also, die haben nämlich einen Deckel. Das heißt, man kann ja seine Schrauben sammeln und Co. Kann den Deckel zumachen, einfach oben im Edding draufschreiben. Also die Dinger sind echt klasse. So. Die Feder liegt jetzt komplett im Reinigungsalkohol drin. Das stelle ich mir jetzt so etwas Schepto hier. Und jetzt lasse ich die Feder da erstmal ein paar Minuten drin. Okay, dann sind wir hier auch schon beim Flowmeter angekommen. Jetzt muss ich mal gucken, ist er nur gesteckt. So, ich nehme mir einfach mal das Ersatzteil zur Hand und sehe, dass hier so zwei Stifte sind. Also wie so eine Widerhakennase. Sieht man das? Das heißt, ich vermute, ich kann hier ganz leicht und mit Gefühl einen Schraubenzieher ansetzen. Das war ein Schraubenzieher mit relativ großer Oberfläche und hoffe, dass ich den dann raushebeln kann. Ja. Also gerade mit großen Schraubenzieher oder breiten Schraubenzieher, Schraubendreher, Schlitz, Schraubendreher. Da ich halt eine große Oberfläche habe, hier ganz vorsichtig drunter fahren. Dann kommt das Ding eigentlich auch schon von alleine raus. So, das heißt,
wir tun uns die zwei Flowmeter nebeneinander stellen und wie man sieht, die gleiche Marke, also Originalteil. Das heißt, ich übernehme den Stecker jetzt mal 1:1. Das hätte man vielleicht besser im eingebauten Zustand gemacht. Und jetzt nehme ich den neuen Flowmeter und tue den Stecker direkt drauf. Ich meine, man kann den Stecker nicht verwechseln, weil man sieht hier das Gegenstück zu diesem Widerhaken, aber ja, so habe ich es halt einfach direkt getauscht und weiß, dass es auch sofort richtig montiert ist. Und dann kann ich den Flowmeter auch schon wieder einsetzen. So, wie man sieht, hat man hier die zwei Löcher, wo im Endeffekt einfach diese zwei Punkte reinkommen. Und ich gehe jetzt einfach mit Gefühl dran und stecke den neuen rein und das war es auch schon. So, dann ziehen wir mal den großen Gummischlauch von der Pumpe ab, der hier an dem oberen Punkt von diesem Flowmeter angeschlossen ist. Und was hier ganz interessant ist, ist, dass die Elektronikkabel rot-schwarz über den Schlauch gehen und die weißen komischerweise unten drunter. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat oder ob das bewusst so gemacht worden ist oder ob es mit der Einbaureihenfolge zu tun hat. Aber ja, ist ja eigentlich erstmal egal. Gut, ich tue den Schlauch jetzt hier an der Pumpe abziehen. Und tue den Schlauch hier unten aus seiner Führung raus. So, dann kann ich mir den Schlauch nämlich hier schön zurechtlegen und kann mir das nächste Ersatzteil schneiden. Jetzt muss ich mal ein bisschen Ordnung machen. Das heißt, wir haben hier auch schon das nächste Teil von unserem Flowmeter. Der Schlauch war unter diesen Stromleitungen. Und der Schlauch kommt hier rein. So, wir tun ja hier gleich noch das Überdruckventil austauschen. Daher bin ich gerade am Überlegen, ob ich erstmal diesen Schlauch erneuere, dann den oberen löse und mal die ganze Pumpe ausbaue. Mal gucken, vielleicht kann ich da irgendwie Desinfektionsmittel so ein bisschen durchblasen mit dem Mund und dem Schlauch, damit da noch ein bisschen desinfiziert ist. Ganz interessanterweise hat das Überdruckventil hier oben eine Sicherung für den Schlauch. Das haben wir nirgendwo anders da. Dann ziehe ich mal den Schlauch, der zum Ablauf geht, quasi in die Ablaufschale ab. So. Und baue hier auch schon das passende Ersatzteil. Also hier unten bei dem Rüssel hier, da kommt der Schlauch drauf. Also ich tue ihn da oben irgendwo hin. So, da er mir aus den Füßen ist. Okay, dann kommen wir tatsächlich zu unserer ersten Druckleitung. So, erste Druckleitung, was sehen wir denn hier? Wir sehen, dass dieser Schlauch reingeht und wir sehen hier eine Metallklammer. Und durch unsere Ersatzteile wissen wir ja, dass diese Druckschläuche hier so ein Messingende haben, quasi als Montagepunkt oder Druckpunkt, ja, Montagepunkt. Und wenn wir uns das so angucken, ist es ziemlich eindeutig, dass das Ding so drin hockt. Hier vorne dran sitzt noch ein Gummiring. Und wenn wir jetzt hier diese Metallklammer rausholen, dass wir dann die Druckleitung entfernen können. Vielleicht kommt uns auch gleich schon die Dichtung entgegen, aber das sehen wir jetzt. Das hier übrigens ist alles Gummi. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Metallklammer, ziehe die raus. Die sieht so aus. Jetzt sollte ich eigentlich die Druckleitung hier genau einfach rausziehen können. So, unsere Dichtung ist noch drin. Sollte aber an sich auch nicht schlimm sein. Jetzt muss ich mal gucken, wie dieses Ventil abgeht. Ich meine, ich gucke mir erstmal das Ersatzteil an. Also das Ersatzteil gibt es in dieser alten Form angeblich nicht mehr. Das wurde ersetzt mit diesem Teil. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, das wird so rumgehören. Ah, okay, dann ist das Überdruckventil, das hat jetzt einen Anschluss nach unten. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein Gewinde drin. Und hier gibt es auch einen neuen O-Ring, sehe ich gerade. Gut, dann frage ich mich, wie man das hier drehen soll. Und das werden wir die Pumpe noch rausnehmen. Die Pumpe übrigens ist nicht festgeschraubt. Die Pumpe, die ist hier also quasi entkoppelt montiert. Also sprich, die sitzt hier in solchen zwei Gummidingern. Und die Pumpe kann man erstmal einfach so rausnehmen. Allerdings will ich mir nur ein bisschen Platz schaffen, dass ich einfach oben das Überdruckventil drehen kann. Aber ich glaube, das
müsste da das Gewinde sein. So. Dann haben wir hier altes Teil versus neues Teil. Wie gesagt, das neue Teil, da ist einfach nur das Überdruck oder beziehungsweise der Rücklauf. Das sollte eigentlich der bessere Begriff sein, wobei es läuft ja nicht zurück in den Wassertank, es läuft ja in die Abtropfschale, aber der ist einfach nur geknickt. Ansonsten ist das Teil gleich. Das ist zumindest innen, wenn ich mir das so angucke, relativ sauber. Das ist absolut okay. Und jetzt sehen wir hier auch unsere Dichtungen, beziehungsweise unsere Dichtung. Also hier oben kommt ja die Druckleitung rein. Hier haben wir einen schwarzen kleinen Gummiring oder O-Ring und hier fehlt er. Aber dafür habe ich ja die neuen O-Ringe gekauft. So, und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne durch die Pumpe einfach mal ein bisschen Desinfektionsmittel laufen lassen. Und wenn möglich, würde ich gerne die Pumpe angeschlossen lassen und nicht abmachen. So, also hier gibt es auf jeden Fall zwei Kreuzschrauben. Das werde ich mal abmachen. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass mir die Pumpe dann entgegenkommt. Aber ja, gucken wir mal. Ich meine, die Pumpen sind auch nicht teuer. Falls ich die jetzt zerstören sollte, dann gibt es halt noch eine neue Pumpe. Ah, unser erstes metrisches Gewinde, beziehungsweise Metallgewinde. Oh, guck mal her, da kommt der irgendwann raus. Aha. Ach, es ist nur eine Spule. Interessant. Gut, und hier sieht man noch so einen Verschluss, dass man das wohl irgendwie runterdrücken kann. Ja, ah ja, okay, es geht sogar relativ einfach. Also man kann das, sieht man das in der Kamera, runterdrücken, dann kann man das hier rüber tun. Oh, geil, dann kann man die Pumpe auseinanderbauen. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Alter! Hab ich gerade Alter gesagt? Ey, guckt euch das mal an. Wie geil bitte ist De'Longhi? Die bauen so ein Produkt, was man zerlegen kann und kann es warten. Ach. Leute, guckt euch das mal an. Also Leute, wenn mir irgendeine De'Longhi Kaffeemaschine richtig kaputt gehen wird, werde ich mir definitiv wieder eine De'Longhi kaufen. Eine Pumpe, die man warten kann. Unglaublich. Also die Pumpe funktioniert im Endeffekt über Magnetfeld. Also sprich, wir haben hier eine große Spule. Und die Spule wird diesen Magnetkern einfach nur hin und her bewegen. Und wie gesagt, das ist eine Schwingankerpumpe. Also sprich, das wird wohl der Anker sein, der hin und her schwingt. Und das da vorne ist halt wie ein Kolben, der dann immer Wasser reindrückt. Und fast das gleiche Prinzip eigentlich wie eine, heißt das, Kegelkolbenpumpe. Also sprich, wo man eine Kurbelwelle hat, wird ja im Endeffekt oben der Kolben auch nur hin und her bewegt. Und ob ich das jetzt induktiv mache wie hier oder ob ich das über eine Kurbelwelle antreibe, kommt erstmal aufs Gleiche raus. Natürlich hat man hier vermutlich einen Verlust, aber dafür halt kaum Verschleiß. Aber mega geil, dann können wir das nämlich jetzt einfach mit Desinfektionsmittel reinigen. Dann habe ich da auch echt ein ruhigeres Gewissen, was das Pumpeninnere angeht. Was mich jetzt mal interessieren würde, wenn man eine neue Pumpe kauft, ist es dann komplett mit Coil, also mit Spule, oder nur diese Teile? Oder kriegt man diese Teile vielleicht sogar einzeln? Geil. Also, Qualitätsprodukt. Und zwar ein richtiges Qualitätsprodukt, das nicht durch so irgendwelche hirnverbrannte Marketingleute so kaputt geplant wurde, dass man ja noch das letzte halbe Cent sparen kann und der Kunde nach 2 Jahren ein neues Gerät kaufen muss, weil er Kehrersatzteile bekommt. Das hier, das ist wirklich lobenswert, Leute. Alter, das ist eine Einstiegskaffeemaschine. Die kostet neu. Ich habe, ich meine, 330 Euro bezahlt damals. Mittlerweile, ich glaube, die gibt es ab 280 Euro, Leute. Alter, ich bin wirklich geflasht. Also ich habe ja wirklich den Glauben an europäische Firmen verloren, die nur noch auf China setzen und günstig in China Teile produzieren, die man nicht reparieren kann und wo man auch kein Ersatzteil bekommt. Aber ja, wir haben hier eine italienische Firma. Ich meine, okay, viele Produkte von Italien, Vespa, sind oftmals pflegebedürftig, aber ich bin baff. Mir fehlen wirklich die Worte, so begeistert bin ich. Gut, ich brauche jetzt aber erst ein neues Zewa, denn mein Zewa ist gerade leer geworden. Und dann machen wir das Ganze mal sauber. Oh, mir ist gerade irgendwas runtergefallen.
So, habe ich gerade eben doch den richtigen Riecher gehabt, das richtige Gehör. Hier ist eine kleine Plastikkugel drin. Sieht man die auf weißen Handschuhen. Und ja, die sitzt halt in diesem Bauteil hier auf dieser Feder drauf. Also was ich gerade mache, hier ist natürlich die ganze Pumpe desinfizieren. Ne? Das ist schon mega geil. Ne? Kann man komplett durchbluten mit Desinfektionsmittel oder halt mit irgendeinem Reiniger, den ihr bevorzugt. Ja, die Kugel, die ist hier wahrscheinlich das Rückschlagventil. Also die Kugel sitzt ja hier federgelagert in diesem Ding drin. Hier ist die Kugel. Hier ist ja der Kolben, der hin und her schwingt. Und dann tut dieser Kolben, beziehungsweise, nee, die Kugel, also sprich der Kolben, der tut einen Druck erzeugen und tut somit das Wasser reindrücken. Und damit das Wasser halt einfach nicht zurück kann, tut die Kugel gegen diesen Gummiring dann einfach das Loch verschließen, quasi als Rücklaufsicherung. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Ob es so ist, ich weiß es nicht. Aber naja, gut, so, Pumpe. Feder kommt wieder rein, Kolben kommt wieder rein, Feder kommt auf Kolben. Und ja, wie man sieht, dieser Kolben, der drückt hier auf diesen Gummiring drauf. Das heißt, ich gebe diesem Kugelring, beziehungsweise, ich glaube, der Kolben, der hat hier die Kugel nach vorne dran. Sieht man das? Weil das ist nämlich so eine perfekte Aussparung. Und dann geht es da rein. Und diesen zwei Bauteilen werde ich jetzt etwas Silikonfett, also lebensmittelechtes Silikonfett, geben. Weil das A Gummi ist. B ist es eh lebensmittelecht. Hier hinten dran sitzt übrigens auch noch eine Feder. Zudem ist die Kugel lustigerweise aus Kunststoff, nicht aus Metall. Das könnte was mit der Massenträgheit zu tun haben. Denn ich weiß nicht, wie schnell diese Pumpe hantiert, beziehungsweise rotiert. Beziehungsweise hin und her switcht. Gut, man könnte jetzt davon ausgehen, dadurch, dass wir 50 Hertz in unserem 230 Volt Stromnetz haben, dass sie das halt 50 mal macht. Ich weiß es aber nicht. Ich will jetzt hier auch nichts Falsches erzählen. Gut. Dann war dieses Teil hier so drin. Dann kam diese Scheibe drauf. Also man sieht das hier auch an den verschiedenen Stufen, wie das drin war. So. Mal gucken, ob ich die Kugel da noch reinbekomme. Ne, ich werde die Kugel auf die Pumpe drauf tun. So, der Gummiring kommt so drauf. Ist ebenfalls neu einsilikoniert. Jetzt werde ich die Pumpe so halten. Tue mir die Kugel hier drauf. So, zum dritten Mal. Also, ich nehme den Deckel so, dass halt die Montagepunkte hier oder die Arretierung 1:1 passt. Und ja, da muss man ganz schön aufpassen wegen der Kugel. Das hat man eben schon fast gedacht. Ich werde es hinter dem Brettchen machen, weil wenn die Kugel dann in meine Richtung rollt, dann bleibt sie nämlich so stehen. Ah, und der Vorteil ist, wenn man das so rumhält, da kommt die Feder raus, falls man sieht. Dann kann man die Kugel genau an der Feder ansetzen. Und da weiß man, dass das richtig rum drin ist dann. Sorry, dass ihr das jetzt nicht seht. Beziehungsweise ich kann es euch mal zeigen, so ungefähr sieht es jetzt aus. Dann drücke ich das runter. Gehe in die Arretierung wieder neu. Und tue es verriegeln. So, jetzt tun wir das Ganze wieder in die Spule rein. Ihr seht gerade, hier gibt es jetzt auch solche Führungsstege. Da kommt es erneut. So, bevor ich die Pumpe reinsetze, werde ich hier mal diese Teile ein bisschen fetten. Das ist ja Gummi. Beziehungsweise, nee, dafür nehme ich Silikonspray. Da muss ich jetzt nicht mein Lebensmittel Silikon für opfern. Denn hier kommt ja eh kein Trinkwasser hier. Allerdings hebe ich hier so ein Zeberhieb, dass das doch nicht auf den Motor drauf kommt. Jetzt ist das Zeber halt auch etwas getränkt. Da hebe ich halt an die Unterseite auch noch ein bisschen Silikon drauf. So, das gleiche mache ich auch. So, also wir tun die Pumpe jetzt erstmal over und ohne wieder Eier hängen. Beziehungsweise, ne, wir tun die erstmal nur over Eier hängen. So, jetzt tun wir unser neues Ventil montieren. Das neue Ventil hat ja hier ein Gewinde. Und ich werde aber diesem Silikonring mit bei diesem O-Ring, das ist ja kein Silikonring, so ein Gummiring, gebe ich etwas Silikonfett. Dann dichtet der einfach noch ein bisschen besser ab.
Und jetzt kann ich den Motor wieder so ein bisschen wegdrehen und kann dann hier das Überdruckventil eindrehen. Wenn es dann fest ist, man hat hier noch so einen Ansatzpunkt für den Gabelschlüssel, kann man so ein bisschen fester ziehen, das mache ich jetzt auch. Das ist halt der Mitdreht, ne? So, das reicht. Dann können wir den Motor jetzt auch wieder da ohne Eu hängen. Und das frisch silikonierte Gummi, so. Und, ja, das kam dann so hin. Beziehungsweise, bevor wir zu der Druckleitung gehen, machen wir jetzt erstmal ohne fertig. Und zwar, mal die Feder jetzt lang genug in diesem Desinfektionsbad. Das heißt, ich trockne die hier ein bisschen ab und versuche die mal in diesen Schlauch hier reinzustecken. Ach, guck mal, das geht ganz easy. Sieht man das? So. Und dann tue ich diese Seite hier, also die Seite mit der Feder, wo auch das dicke Ende der Feder ist, tue ich jetzt mal auf den Flowmeter stecken, also der untere Anschluss. Dann wissen wir ja noch, dass dieser Schlauch hinten rumgelaufen ist. Sprich, der wird hier hinten rumgelegt und kommt dann hier auf diesen Wasserfilter drauf. So. Und dann kann man das hier schön gerade reinklipsen. Achte drauf, dass keine Knicke drin sind, so wie hier. Denn der Silikonschlauch, der ist ja erstmal etwas weicher. Nachdem wir dann unten alles angeschlossen haben, können wir den Silikonschlauch hier auch schon an die Pumpe, die Unterseite drauf schieben. So. Und den Ablauf vom Überflussventil, das habe ich gerade eben hier schon in die Matte reingeschoben, wird jetzt hier einfach dran gemacht. So. Also komisch, warum hat der hier so eine Klemmklammer oder Klemmschelle und die anderen Schlauchanschlüsse nicht? Verstehe ich noch nicht ganz. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Pause und genehmigen uns einen Kaffee. So Leute, eben beim Kaffee trinken habe ich mal ein bisschen in die Videos reingeschaut und habe gesehen, dass wir schon wieder weit über 20 Minuten sind. Eigentlich habe ich mir für diese Serie vorgenommen oder für alle zukünftigen Videos, dass die nicht über 20 Minuten gehen. Und ja, wir sind schon wieder weit drüber. Sorry for that. Ich habe mir schon fast gedacht, weil der Kameraakku ging nämlich leer und der hebt ungefähr eine Stunde. Gut, das heißt, wir machen jetzt einen Break. Das heißt, Silikonschlauch ist fertig. Druckleitung gibt es dann nächste Woche. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like, darüber würde ich mich freuen. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Das seht ihr hier auf der linken Seite. Und ansonsten, beziehungsweise ihr, bei euch ist die rechte Seite. Naja, egal, also einfach auf die orange Vespa klicken. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Ich hoffe, ihr habt das Wetter genossen. Vielleicht habt ihr ja auch schon eure Vespa oder euer Motorrad oder Co. ausgepackt. Ich werde meine Vespa noch etwas schlafen lassen, da wir halt einfach noch ein bisschen Restsalz auf der Straße haben. Und Salz und Metall, was rostet, passt nicht gut zusammen. Gut, Leute, bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit. Servus.